Hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind wir hier nicht in Trouble in Mineville oder sonst irgendwo. Und zwar, wir sind hier in einer völlig neu generierten Welt mit Sounds, die viel zu laut sind. Und ja, ja, das passt so. So. Also ja, wir sind hier in einer neu erstellten Welt. Ich dachte mir so, ja, es ist Weihnachten, auf YouTube sollte man da schon irgendwie so ein Special auch bringen, meiner Meinung nach. Und da viele jetzt so einen Adventskalender machen, dachte ich mir so, Adventskalender so. Ich bin derzeit ja nicht zu Hause. Ich kann jetzt nicht wirklich jeden Tag dann gezielt ein Türchen aufmachen. Deshalb dachte ich mir so, ich mache jetzt jeden Adventssonntag oder sagen wir so zweimal in der Woche, sagen wir, das zählt jetzt für den ersten Advent. Und eben damit beginnt das jetzt, das wird den ganzen Dezember lang gehen. So oft ich kann, werde ich das dann hochladen. Und ja, also das, ich spiele hier den Minecraft Festivals Mod. Ja. Link ist in der Beschreibung. Wer den auch möchte, der fügt halt neue Blöcke ein. Und das Texture Pack ist das Xmas BD Craft von Sfax. Und ja, das habe ich mir mal installiert für die weihnachtliche Stimmung, damit das hier auch abgeht. Und ja, ich muss jetzt ganz kurz auf die Uhr gucken. Okay, also ab jetzt würde ich sagen so 10 bis 12 Minuten. Und dafür dann eben so oft wie möglich. Wie jedes Let's Play, sage ich jetzt mal, ist ja jetzt nur für den Dezember bis zu Weihnachten. Oh, schöner Setzling. Holen wir uns als erstes Holz. Komm schon, so. Wir haben gleich unseren ersten Baum gefällt. Muss ich ja richtig stolz drauf sein. Vielleicht ein paar. Ich höre Schweine. Ist ganz, ganz gut. Oh, hier, hallo. Jetzt werdet ihr alle sterben. Was ich beim letzten Video von mir entdeckt habe, die Audioqualität war wirklich, wirklich scheiße. Die war einfach scheiße. Das lag eben daran, ich nehme hier, vielleicht wird es jetzt auch wieder rauschen mit diesen Kopfhörern auf, da ich einfach nicht mein Großmembranmikrofon habe, das bei mir zu Hause steht, sondern ich muss jetzt einfach mit meinen mobilen Kopfhörern hier aufnehmen. Es tut mir leid, ich hoffe, dass ich irgendwie ein Hintergrundrauschen oder so irgendwie jetzt noch rausretuschieren kann, um die Audioqualität wenigstens ein bisschen besser zu machen. Ich hoffe trotzdem, es macht euch nicht zu viel aus, aber ich persönlich hätte da auch keinen Bock, wenn er da, ich meine, wenn ich da so eine scheiß Audioqualität hätte. Und die Videoqualität war auch nicht die beste, aus einem Grund, ich kann es jetzt nicht in so einem guten Format exportieren, weil das würde zum Hochladen Ewigkeiten dauern, wirklich Ewigkeiten. Mein Bruder hier hat eine 6K-Leitung und die ist, da kommt nicht mal 6K an, also es kommt vielleicht 5K bei uns an und Überlastung pur. Und ja, das ist halt nicht so toll. Das ist dann bei mir zu Hause doch besser. Und jetzt komm her, du Huhn. Sonst. Ey, das will mich verarschen. Aber ich möchte hier auch so ein. Ey. Sag mal. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Thumbnails. Ich werde da jetzt mal rumfragen. Ja, fragen, nicht flagen. Wer mir da so ein Thumbnail für die Tage, die ich nicht da bin, machen kann, denn ich bin bis zum genau 23. November, Dezember jetzt nicht zu Hause. Ich werde trotzdem versuchen, so viele Videos wie möglich zu bringen. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal eine Werkbank, weil es wird jetzt dann auch, schätze ich jetzt mal, bald Abend. Und dann kommt der Weihnachtsmann und holt uns ab. Da freue ich mich schon. Und ah, cool, die haben sogar eine eigene Farbe, so, finde ich cool.
Das gefällt mir. So schön kann Weihnachten sein. Was macht ihr eigentlich zu Weihnachten? Also, bei uns ist es ja eigentlich so, also meistens feiere ich einfach nur so ganz mit meiner Familie. Also da kommen dann vielleicht noch Oma, Opa, die ganzen, so wie es meistens so üblich ist, dass man mit der ganzen Familie feiert. Bei uns ist es so, ich glaube, es ist zuerst das Essen und dann die Bescherung oder zuerst die Bescherung und dann das Essen. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau an letztes Jahr erinnern. Auf jeden Fall war es cool und macht ziemlich viel Laune Weihnachten, finde ich. Also wenn man mal so richtig in Weihnachtsstimmung ist, möchte man irgendwie gar nicht mehr aufhören, hier irgendwie weihnachtlich zu sein. Das hört sich jetzt vielleicht mega extrem scheiße an, aber es ist so. Also wenn ich mal in Weihnachtsstimmung bin, dann bin ich, dann raste ich aus. Dann raste ich völlig aus. Ja, so, dann buddeln wir uns hier jetzt mal runter, weil wir brauchen Steine. Das sieht hier alles so ein bisschen anders aus. Ich finde das gut, mal so ein bisschen Abwechslung vom normalen BDCraft zu haben. Obwohl mir das auch wirklich super gefällt. Also ich nutze das ständig und ja. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, was ich bauen soll. Ganz wichtig, ich werde mir einen Weihnachtsbaum bauen und ich werde heute versuchen, schon einen Adventskranz zu bauen. So einen riesig großen Adventskranz, wo wir dann immer so ein Licht brennen lassen. Wenn es denn dann auch soweit ist. Ja, was habt ihr, also was macht ihr zu Weihnachten so? Also ist ja immer bei ganzen Familien, bei den ganzen Familien hier unterschiedlich. Wenn von euch hier jetzt Moslems unter euch seid, feiert. Ich meine, ich weiß, ihr feiert ja kein Weihnachten, aber ich habe ein paar Freunde, die das doch feiern, seitdem sie hier in Deutschland oder in Österreich sind, je nachdem. Und ja, also mich würde das echt sehr interessieren. Feiert ihr das oder ist euch das im Prinzip egal? Hat ja im Prinzip jetzt gar nichts mit eurem Glauben zu tun. Und ja, würde mich mal sehr, sehr interessieren. Gut, dann... Es leckt komischerweise, ich glaube, es leckt bei mir so ein bisschen. 17 FPS. Unnormal. So wenig. Mal schauen, was man da machen kann. Maximal 11 FPS. Ja. Obsi-Feind sollte ich auch reinklatschen, aber ja gut, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr. Aber ist halt so ein bisschen kacke, mit so wenig FPS zu zocken. Die Werkbank kommt mit und ich wollte mir jetzt eigentlich einen Ofen machen. Aber ich glaube, ich suche jetzt vorher noch... Ich nehme jetzt noch so viel Essen mit, wie ich hier finden kann. Und dann geht's ab nach Süden. Oder nach Norden oder nach Westen oder was weiß ich. Wo wollen wir denn leben? Ich würde mir gerne ein Haus bauen. Ich glaube, die Plattform da oben, also die hier, die wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Da könnten wir uns jetzt schon mal so ein kleines Holzhäuschen bauen. Hier oben so, dann hast du da so Ausblick und so. Da könnten wir mal ein Boot hinbauen. Dann kannst du auch so rüber zum Dschungel gehen. Ich stelle auf jeden Fall jetzt hier mal meine Werkbank auf, mache mir einen Ofen, weil das ist ganz, ganz wichtig der heutigen Gesellschaft. Oh, der sieht ja cool aus. Der sieht cool aus, ja? Der gefällt mir. Auch sehr schön hier gemacht. Auf jeden Fall. Das wird jetzt gebraten, weil ich habe ganz schön Hunger. Und ja. So, da sind wir auch wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. Es scheint wohl am Aufnahmeprogramm ein Problem gegeben zu haben, weil irgendwie
kam bei mir eine Fehlermeldung. Ich hoffe, dass es jetzt davor aufgenommen hat. Sonst bin ich im Arsch. Und ja, ich werde mir hier jetzt noch das Haus bauen, also den Grundriss ziehen und dann werde ich die Folge für heute auch schon beenden. Wie gesagt, wenn ich Zeit habe, dann kommt morgen wieder eine Folge, sofern es auch geht. Und ja, ich schließe mich jetzt hier ein, damit hier kein Creeper kommen kann oder sonst irgendwer. Und ja, so, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Okay, nee, ich brauche unbedingt noch eine Tür, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das regt mich sonst auf. Au! Achso, Hungerschaden. Boah, ich hatte jetzt gerade voll die Panik, dass hier jetzt irgendwie ein Creeper oder so war. Aber hier war kein Creeper. Ah, oh Mann, bin ich doof. Ich brauche eine Tür. Ah, oh, die ist eine, sogar eine Christmas-Tür. Christmas. Mache ich die hier hin? Dann machen wir die hier hin jetzt. Komm jetzt, mach sie hier hin. Boah, die sieht geil aus, ne? Also ich finde, die sieht geil aus. Hier mit so einem Kranz. Ja, und jetzt können keine Monster mehr kommen. Jetzt sind wir hier drin sicher. Jetzt brauchen wir nur noch Wolle. Und was man eben so zum Hausbauen braucht, das wird jetzt erstmal so mein Schlafzimmer werden. Das Haus wird dann irgendwann riesig groß. Ich hoffe, dass mir viele Ideen einfallen, was ich so machen kann. Ich wollte jetzt aber auch noch so einen Adventskranz machen. Und wisst ihr was, Leute? Den mache ich jetzt auch. So. Jetzt habe ich keine Kohle. Leute, denkt euch einfach, dass das ein Adventskranz ist. Hier. Oh, Moment. Oh. Das hier, die erste Fackel leuchtet jetzt. Beim nächsten Mal wird es sicherlich professioneller. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bewerten, wie immer nicht vergessen. Das ist das, worauf ich mich immer am meisten freue und wenn ich eure Kommentare lese. Und ja, wenn euch, ach, das habe ich bereits schon gesagt, ja, ich würde sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.